Hi, wir sind heute in Berlin bei Nokia zu Gast und haben hier das neue Nokia Lumia 625. Das ist das neue Low-End- bzw. Mittelklasse-Gerät des finnischen Herstellers, das mit dem bisher größten Display eines Nokia Lumia-Smartphones mit Windows Phone 8 daherkommt. Das ist also ein 4,7-Zoll-Display bei diesem Gerät. Ist jetzt nochmal 0,2 Zoll größer, zum Beispiel im Vergleich gegenüber dem rechts zu findenden 925 oder natürlich noch eine ganze Ecke mehr im Vergleich zum 4-Zoll-Display des Nokia Lumia 720. Ich habe die jetzt so hier angeordnet, obwohl das 27 natürlich eigentlich zumindest nach der Modellnummer etwas niedriger anzusiedeln, etwas höher anzusiedeln ist als das 625. Das 625 ist allerdings insofern interessant, als dass es nicht nur das größere Display hat, sondern da steckt auch mit 1,2 GHz getakteter Prozessor drin, der Dual-Core von Qualcomm ist und ein LTE-Modem an Bord hat. Will heißen, das Gerät bietet zu einem relativ niedrigen Preis von knapp 300 Euro, es kommt für 299 Euro auf den Markt, bereits LTE. Dafür muss man allerdings ein paar Abstriche machen, aber die halten sich in Grenzen und insgesamt will Nokia damit ein durchaus attraktives Paket für Einsteiger, die viel surfen wollen, bieten. Wir vergleichen das Gerät mal ganz kurz mit dem 620, was ja sozusagen der kleine Bruder des 625 ist. Die Größenunterschiede sind schon sehr, sehr deutlich zu erkennen, denn das 620 hat ja nur ein 3,7 Zoll Display. Im Vergleich zu den 4,7 Zoll des 625 macht sich das dann natürlich extrem bemerkbar, wenn wir uns das hier mal ansehen. Im Vergleich zum 720 bzw. zum 925 bzw. auch 29, da die sich ja in der Größe relativ gleichen, ist der Unterschied allerdings gar nicht mal so groß. Man kann also durchaus sagen, dass das Gerät für seine 4,7 Zoll durchaus einigermaßen kompakt ist. Allerdings ist natürlich zu bemerken, dass bei den anderen Geräten mit 4,5 Zoll und 4 Zoll Nokia einigen Platz sozusagen verschwendet, indem man viel Platz für die Bedienelemente lässt. Gucken wir uns mal das 625 genauer an. Wir haben wie gesagt ein 4,7 Zoll Display mit allerdings nur 800x480 Pixeln. Das macht sich dann durchaus bemerkbar, wenn man jetzt zum Beispiel in den Kontakten einmal näher rangeht. An das Display wird dann schon relativ schnell deutlich, dass die Auflösung nicht besonders hoch ist. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier sehen kann, aber da sieht man die Pixel dann schon, wenn man etwas näher heranschaut. Allerdings, sobald man das Gerät auf einen normalen Abstand vom Kopf hält, wie man es halt ganz normal benutzt, dann fällt das schon nicht mehr auf, weil das Auge dann einfach nicht mehr mitkommt. Das dürfte so ungefähr die Logik sein. Nokia hat also versucht, eine ideale Mischung zwischen Lesbarkeit und Kosten auf die Reihe zu bekommen. Man muss bemerken, dass das 625 ein LCD-Display hat. Das heißt, es ist kein AMOLED wie zum Beispiel beim 925. Dadurch sind dann einige Abstriche auch hier zu machen, unter anderem eben um die Kosten zu drücken. Die Farben wirken also im Vergleich etwas verwaschener, aber sind immer noch sehr kräftig. Auch beim 625 gibt es einen High-Brightness-Modus, der dafür sorgt, dass man das Gerät auch im grellen Sonnenlicht gut ablesen kann. Ein weiterer Unterschied ist, dass dadurch, dass es ein LCD ist, ist beim 625 diese Glance-Screen-Funktion, also hier zum Beispiel, das ist in diesem Fall die Uhr beim 925, die kann hier nicht realisiert werden, weil das einfach zu viel Strom verbraucht beim LCD, da ja die komplette Hintergrundbeleuchtung angeschaltet werden muss, während beim AMOLED-Display nur die Pixel leuchten. Von der Dicke her ist das 625 mit seinen rund 9 mm, es müssten glaube ich 9,15 mm sein, ungefähr genauso dick wie das 925, was ja so ziemlich genauso dick ist einfach. Obwohl das Cover beim 925 leider nicht abnehmbar ist, beim 625 sieht es natürlich ganz anders aus. Wir können also mal das Gerät öffnen. Und da sieht man dann hier schon dieses spezielle Cover, das auch beim 625 und den anderen Low-End-Geräten von Nokia verwendet wird. Das ist so eine zweischichtige Technologie, die wir benutzen. Da ist also eine weiße Innenebene, die mit einer farbigen Außenhülle versehen wird. Dadurch leuchten die Farben sehr, sehr kräftig.
Das sieht man hier besonders gut bei diesem orangen Modell, was auch die Version sein wird, mit der Nokia sich im Marketing in Deutschland ganz vorne positionieren will. Also man wird dieses orange Gerät sehr, sehr oft sehen. Es gibt allerdings auch noch eine weiße, eine grüne, eine schwarze und eben eine gelbe Ausgabe davon. Das Cover ist wie gesagt abnehmbar. Und darunter finden wir dann den Micro-SD-Karten-Slot und den SIM-Karten-Slot. Der Speicher kann also hier erweitert werden. Ab Werk sind 8 GB enthalten und 64 GB lassen sich per Micro-SD-Karte nachrüsten. Der Akku ist allerdings fest verbaut. Der hat 2000 mAh, kann aber vom Nutzer, wie gesagt, nicht getauscht werden. Die Schrauben sind jetzt hier nur dazu da, dass die Mitarbeiter von Nokia im Support zur Not den Akku tauschen können. Ich mache das Cover mal kurz wieder drauf und dann gucken wir mal schnell um das Gerät herum. Da haben wir hier eine 5-Megapixel-Kamera mit einem LED-Blitz, was in der Preisklasse natürlich Pflicht ist, aber eben mit einem LTE-fähigen Gerät zu dem Preispunkt durchaus schon ein bisschen wie Luxus erscheint. Da unten haben wir einen einzelnen Lautsprecher. Es gibt auch nur ein Mikrofon, das allerdings HD-Audio aufnehmen soll. Ob das jetzt bedeutet, dass damit ein Mikrofon vom HAC-Typ verbaut ist, was dann sehr laute Lautstärken auch verträgt, ist jetzt aktuell nicht bekannt. Und unten haben wir den Micro-USB-Anschluss und auf der rechten Seite den separaten Kameraauslöser. Dann haben wir hier den Ein- und Ausschalter und die Lautstärkewippe. Am oberen Ende gibt es dann noch den Kopfhöreranschluss und auf der linken Seite gibt es dann erstmal nichts weiter. Unter der Haube, wie gesagt, nur 512 MB RAM, was ein bisschen schade ist. Allerdings sagt Nokia, dass das völlig ausreicht und auch bei 99% der Apps, wie von Microsoft behauptet, kein Problem darstellen sollte. Das Betriebssystem selbst läuft natürlich wie üblich sehr flüssig, weil Windows Phone ja einigermaßen sparsam mit den Ressourcen umgeht. 8 GB interner Speicher, hatte ich schon gesagt, und der Snapdragon S4 mit 1,2 GHz soll auch ausreichend Leistung bieten. Für 299 Euro scheint das Nokia Lumia 625 durchaus ein interessantes Paket zu sein und wir dürfen gespannt sein, wie sich das Gerät im Markt behaupten wird. Wir gucken noch mal ganz kurz in die Einstellungen und zwar unter Info, um uns mal kurz einen Blick zu verschaffen. Da dürfte dann hier gleich zu sehen sein, dass da das Nokia Ember Update installiert ist und da haben wir auch die SoC-Version der CPU, das ist der Qualcomm MSM 8930, also der alte S4. Wird zwar aktuell auch als Snapdragon 400 vermarktet, aber Nokia machte sehr deutlich, dass es eben noch ein S4 ist. Ja, das war's im Prinzip. Vielen Dank.